Kind, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Helden, Leute. Ab jetzt. Gestern habt ihr gesehen, kam keine Folge, aber ab jetzt, Leute, ist die Wand zu. Ich zeige euch das jetzt, Leute. Ich hoffe, ihr wartet kein YouTuber auf mich. Die Zone ist jetzt richtig klein in der Mitte, Leute. Schaut euch das an. Das ist viel zu heftig, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, guck mal. Warte mal, was ist die? Hier vorne ist die Zone, Leute, okay? Hier vorne ist die. Und da vorne, wenn ihr gleich da vorne eine Insel seht, ist das die Mittelinsel, Leute. Wir können gar nicht mehr weit weggehen, Leute. Ich bin bei minus 1000. Bei Richtung 1000 ist Paulberger Ritterburg. Ich kann mal gucken, ob ich da noch hinkomme. Aber ich glaube, die ist jetzt wahrscheinlich auch zu, Leute. Übrigens, Leute, haben wir auf minecraft.de die neue Community-Kiste, in der man dieses OP-Schild ziehen kann. Oder diese super Spitzhacke. Die ist hier ab jetzt draußen, Leute, die Community-Kiste. Schaut euch an die neuen Items hier an. Wow, das ist eine Puppe. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, kommt von survioschein.de für Handy und PC und Tablet und alles rein. Man kommt mit und spielt mit. Es ist hier heute auf jeden Fall sehr gefährlich, frei rumzuschwimmen, Leute, weil der ganze Eis hier Clan ist online, Leute. Wir werden die mich jetzt gleich sehen, Leute. Und es gibt noch ein richtig krasses Update, Leute. Und zwar, wenn man sich jetzt ausloggt, wenn ich mich jetzt hier einfach irgendwo auslogge, bleibt mein Skin noch für 15 Sekunden da stehen. Das haben wir extra zum Schutz eingefügt, dass man nicht einfach vom Server runtergehen kann und abhauen kann. Das heißt, wenn man offline geht, ist der Spieler noch 15 Sekunden da und man könnte so einen killen, Leute. Wenn ich jetzt gleich irgendwo einen Spieler sehe, der sich ausloggt, könnte ich ihn einfach noch angreifen und dann ist er auch raus oder verliert ein Herz. Leute, ich glaube, ich bleibe lieber erstmal im Wasser, Leute. Ich glaube, ich bleibe ganz am Wasser, Leute. Ich glaube, die ganzen Spieler werden auf der Insel sein, Leute. Die Map ist gerade echt nicht mehr groß, Leute. Ich guck mal, wie groß die Grenze hier ist. Okay, auf jeden Fall über minus 1000. Das ist schon mal sehr gut. Aber Leute, ich kann nirgendwo mehr hingehen. Ich kann auch nicht mal zum Grab von Ein Team Blackjack. Okay, jetzt zum Beispiel, Kian ist offline gegangen. Hätte ich ihn jetzt gesehen, wo der offline gegangen ist, hätte ich den jetzt trotzdem noch ein Herz abziehen können, Leute. Ich hätte ihn trotzdem angreifen können und seine Items klauen können. Der Wolf ist auch offline. Ach, schade, wenn ich wüsste, wo, ey, dann könnte man ihn jetzt sofort besiegen, noch. Ist halt ein bisschen ehrenlos, aber wenn man nicht aufpasst, wo man sich ausloggt, dann ist es halt schnell vorbei. So, warte, wo ist hier die Zone? Warte, da habe ich noch gar nicht gesehen. Ich will einfach nur mal wissen, wie groß das hier so ist, wie krass man sich hier noch bewegen kann. Hier kommt so ein Piratenschiff, nein, schaut mal, Leute, hier ist auch schon die Zone. Nein, bei minus 1300. Man kann ja auch nicht mehr durchgehen, Leute. Ihr seht das. Hier ist eine unsichtbare Wand. Oh nein. Wird auf jeden Fall krass aufpassen, Leute. Weil man kann hier so gut wie nicht mehr abhauen. So, Leute, wo ist Paulberger Ritterburg? Ich glaube, die war noch bei 1000, oder? Dann gehen wir schon mal in die Richtung. Frag mich nur, ob man die noch sehen kann. Und Leute, ich habe auch wieder alles installiert. Leute, ihr habt kommentiert. Ich muss Lowfire Texture Pack installieren. Ich habe mir alles wieder geholt. Alles. Alles, was man braucht, um hier richtig krass zu überleben. Okay, kommen wir zur Paulberger Ritterburg oder nicht? Eigentlich müssen wir da hinkommen. Die war doch mal meine alte Base, Leute. Kann ich vielleicht noch zu der gehen? Oh, Leute, ich glaube, das wird eng. Meine Base, die war weiter in der Richtung. Oh, der Wolf ist auch wieder online. Oh, Leute, ich muss die ganze Zeit aufpassen. Ich habe das Gefühl, die machen die ganze Zeit so Schichtwechsel oder so. Und gucken die ganze Zeit, bis andere YouTuber online sind. Hier war doch meine alte Base, oder nicht? Ich glaube auch noch nicht. In der Nähe von der Burg. Und warte mal, ich sehe hier vorne schon die Zone. Was ist denn hier los? Ich kann nicht mehr zu meiner alten Base gehen. Nein! Das darf nicht wahr sein. War die das nicht hier? Ich glaube schon. Nein, Leute, hier ist doch Paulberger Ritterburg. Nein. Hier war auch noch eine alte Base von mir, Leute. Da kann ich nicht mehr hin. Es ist zu spät. Nein! Leute, die Blöcke, sogar die Blöcke fliegen da nicht durch. Aber guck mal, was ich gesehen habe, Leute. Ich weiß nicht, ob das ein Bug wäre. Okay, ich kann aber trotzdem nicht durch. Auch nicht mit den Schuhen. Nee, ich kann da gar nicht durch, Leute. Okay, es wäre auch Bug-Using. Das wäre eh nicht erlaubt. Oh, das ist krass, Leute. Man kommt da nicht mehr hin. Da war doch meine alte Base. Da vorne am Baum. Nein. Okay, Leute. Das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ich habe keine Ahnung, wie das hier ausgehen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Du hast noch mein altes A. Das gibt's auch noch. Oh, Mann, ey, Leute. Die Spielwelt ist jetzt so klein, Leute. Soll ich noch da unten zu der Base gehen, Leute? Soll ich vielleicht noch gucken, ob da noch irgendwas ist? Vom guten Alleine! Alte! Komm wieder! Nein, nein, die ist weg, Leute. Soll ich einfach mal riskieren? Oh nein, Leute. Ich habe wirklich Angst, Leute. Es ist nicht mehr so wie in den anderen Folgen, Leute. Es könnte jetzt einfach gleich wirklich irgendwo jemand kommen. Und dann hätte man ein Riesenproblem, Leute. Ich weiß nicht, ob ich noch in die Mitte laufen soll. Wenn mich dann einer verfolgt und sieht, wo ich mich auslogge, dann ist wirklich vorbei, Leute. Dann ist wirklich vorbei für mich. Okay, Leute, hier wurde viel zugebaut. Die sieht sehr, sehr komisch aus. Meine Kartoffeln sind hier noch.
Das heißt, ich könnte mal welche nachpflanzen, wenn die noch Knochen haben. Ich weiß nicht, ob mein Essen hier noch reichen wird. Obwohl, eigentlich doch, oder? Wir haben noch über 3 Steaks. Mal, ob hier noch irgendwas ist. Hier sind noch Knochen sogar. Okay, mache ich mal kurz. Obwohl, das ist so wenig, das lohnt sich gar nicht. Nein, Leute, was machen wir jetzt? Es ist sehr gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach zur Mitte, Leute. Ich stelle mich! Ich habe keine Angst vor denen. Okay, das sage ich jetzt, aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst mehr. Niemand will mich aufhalten. Ich muss mal auf jeden Fall hier unten noch Enderperlen reinpacken. Und Cobweb, Leute. Ich habe auch keinen Wassereimer, sehe ich gerade. Das ist eigentlich auch nicht gut. Was besser, Leute? Lavaeimer oder Wassereimer? Eigentlich müsste ich auch beides haben. Habe ich Eisen dabei? Nein, ich habe nicht mehr Eisen dabei. Och, Mann, ey. Bin ich da unten gerade Eisen, Leute? Warte, ich muss noch einmal kurz runter. Auf jeden Fall ein Wassereimer, Leute. Das wäre ganz wichtig. So Lapis Lazuli, als ob ich jetzt noch irgendwas verzauber, Leute. Könnte ich jetzt auf jeden Fall so lange weglegen. Gucken, ob ich hier noch irgendwo einen Eimer finde. Oder Eisen. Ich glaube, ich habe gerade Eisen gesehen. Ich weiß gerade nicht mehr wo. Oder ich gehe sonst in meine Geheimkiste. Hier ist noch ganz viel Eisen. Ist hier auch irgendwo ein Eimer. Bisschen Essen. Können wir auch mitnehmen so lange. Ein Schild habe ich auch die ganze Zeit ausgerüstet. Ich brauche auf jeden Fall noch mal Schilder, Leute. Fällt mir gerade auf. Falls wir gleich kämpfen. Okay, Leute, ich habe noch in meiner Geheimkiste Eisen. Dann gehe ich, glaube ich, einfach daran. Ich glaube, hier ist wirklich nichts mehr. Okay, Leute, da muss ich jetzt ultra aufpassen, Leute. Aber komplett, weil ich glaube, wenn mich einer von denen seht, holen die direkt alle Freunde online. Und dann wird es richtig gefährlich. Also ich hatte geglaubt, dass alles einfach schon bald vorbei ist. Das würde noch maximal eine Woche gehen oder so. Ich glaube, bis zum Wochenende gibt es schon einen Gewinner. Aber die Zone wird doch, glaube ich, immer kleiner. Das ist echt nicht gut, das ist nicht gut. Aber ist okay, Leute, ist okay. Okay, ich muss jetzt genau hinhören immer. Selbst wenn ich Geräusche höre oder so von Spielern. Sehr gefährlich. Soll ich durchs Wasser rüber oder? Warte mal, gab es doch einen Weg. Durch den Weg gehen? Kann sein, dass sie auf dem Weg sind. Und da einen abfangen wollen. Das könnte natürlich auch sein, dass sie da irgendwo campen. Aber vielleicht sind die auch gerade auf andere Spieler fokussiert. Das kann auch sein. Vielleicht campen die gerade in einer Base von irgendjemandem. Ich weiß nicht, welche Feinde die noch alles haben. Ich würde sagen, Leute, ich habe nicht mal ein Boot. Ich gehe einfach mal durch. Habe ich meinen Verzauberungstisch dabei? Ja, habe ich. Ob ich verzauber mal oder... Nee, das ist eine gute Spitzhacke. Das ist die schnelle. Sehr gut. Ah, Leute, vielleicht merkt ihr schon. Vielleicht merkt ihr schon. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es kann einfach bald das Ende sein. Ich will doch kein Ende, Leute, von dem Projekt. Mann, ey. Ich dachte, das wird ein bisschen wie YouTuber-Insel. Das war wirklich komplett anders. Bin auf jeden Fall gespannt, ob ich den hier gleich irgendwo sehe. Einen von denen. Und wenn ja, dann wird es sehr chaotisch. Ich muss da jetzt so oder so hin. Ich will doch auf jeden Fall einmal in meine Kiste rangehen. Und ich hier ein bisschen sortieren kann. Was ist denn da rum los? Da ist eine Skybase. Leute, was passiert hier? Was könnte ich eigentlich nutzen, Leute? Um das TNT von da oben runterfallen zu lassen, das wäre eigentlich auch eine gute Idee. Dafür müsste ich immer unten Spieler sehen. Ich glaube, das wird zu schwierig, so zu treffen. Wenn man da mit einem Bogen abgeschossen wird, Game over. Okay, hier sind noch ein paar Löcher im Boden. Leute, was hier passiert? Nein, das wird auch, ich glaube, noch weiter gesprengt. Ich muss kurz in meine Geheimkiste gehen. Da wurde auch, glaube ich, noch mehr gesprengt. Okay, Leute, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Um Spieler einfach abzusehen, könnte man hier. Das ist auch ganz normal in Minecraft, Leute. Das ist jetzt kein Hack oder so. Das hier... Dann sieht man die Linien besser. Guck mal, Leute, weil wenn wir Spieler sehen, dann sieht man so richtig dicke Linien. Das wäre jetzt auch einfacher, Leute in der Ferne zu sehen. Da vorne zum Beispiel, seht ihr das, Leute? Wenn man Fische sieht, sieht man die jetzt viel krasser. Ich weiß nicht, ob es verboten ist, Leute, weil das ist ein normales Minecraft-Feature. Das ist jetzt keine Mod oder so. Okay, Leute, ich sehe auf jeden Fall keine in der Nähe. Da vorne sehe ich was. Das ist nur ein Lama, okay. Okay, Leute, okay, Leute, okay, Leute. Ich habe jetzt nochmal Eisen geholt. Mein Amboss, weil ich habe noch 2 Dias. Die muss ich jetzt ausgeben, Leute. Einfach klammern! Ich kann noch mal ein paar Schilder noch craften, Leute. Damit ich wirklich 100% sicher bin. Erstmal, ich glaube, die 2 Dias. Ich will erstmal gucken. Nein, das kostet 31 Level. Ich brauche Schärfe 5, Leute. Nein, aber egal. Würde ich sagen, opfer ich meine... Ah, das geht auch nicht. Ich brauche noch 2 Level. Gibt es hier noch eine Monster-Farm, Leute? Ich glaube, wahrscheinlich nicht mehr. Schön, ich würde sie keine mehr geben. Aber ich kann noch mal nachgucken, ob es die Dynergy-Farm noch gibt. Wo soll es hier runtergehen? Oder nicht hier irgendwo, ja? Hier unten? Wahrscheinlich wird die nicht mehr funktionieren, oder? Nee, haben die gesprengt. Aua! Nein, aber ich sehe davon ein Monster, Leute. Ich brauche 2 Level. Ey! Eigentlich brauche ich 30 Level, um alles zu verzaubern. Oh, das war nötig. Ich habe gesehen, Gamma hat ein Video gegen mich hochgeladen. Irgendwie, Leute, hat gedacht, ich war seiner Base oder so. Hat ein ganzes Video gemacht, wurde gesagt, dass das nicht das war. Stimmt gar nicht, Gamma. Ich habe gar keine Base gefunden oder so. Sonst hätte ich es doch in Videos gezeigt. Leider war da nichts. Eigentlich brauche ich 30 Level, Leute, sage ich ehrlich. Ein Looting-Schwert habe ich, glaube ich, auch nicht dabei, oder? Nee. Ich darf nicht mehr zu viel Schaden kriegen. Aber ich kriege auch zu wenig Level, Leute. Das dauert zu lange. Nein. Guck das mal wieder aus. Mit denen, wie ging das aus? So
Zack, zack, so. Ich würde gerne meine Dia-Spitzhacke reparieren, Leute. Die eigentlich voll OP war. Aber die baut hier eigentlich auch ganz schnell ab. Beim Kämpfen werde ich wahrscheinlich auch viel davon brauchen. Oh, jetzt habe ich gar keine Steine mehr, Leute. Steine sind eigentlich auch wichtig. Ich glaube, ich fahre mir noch ein paar von den Steinen, Leute. Die kann ich jetzt eh abbauen. Weil, wir sind eh im Krieg. Ich frag mich halt, was bringen mir die kaputten Helme hier noch? Leider eigentlich nichts mehr. Weil ich kann die doch eh nicht lange anziehen. Oder soll ich versuchen, einen von denen zu reparieren vielleicht? Das ist ja, glaube ich, schlauer. Ich gucke mal, ob ich einen von denen reparieren kann, ob es nicht zu teuer ist. Es kostet 2 Level. Und dann haben wir Protection 4. Wie kostet das? 9 Level. Und dann haben wir voll krasse Effekte. Okay, Leute, den reparieren wir. Egal, Leute, machen wir den Helm. Da haben wir wenigstens einen Helm mehr, Leute, weil wir haben echt wenig. Und Helme sind sehr wichtig wegen Bogen und alles. Okay, dann muss ich mir gleich noch einen Eimer machen. Ich fahre mir nochmal kurz die Blöcke, damit ich im Kampf Blöcke habe, Leute, die ich platzieren kann. So, ein Stack brauchen wir mindestens davon. Oh, Leute, ich darf eigentlich gar nicht so laut sein, Leute. Ich hoffe, das hört hier gerade keiner von denen. Wir haben gleich einen Stack voll, Leute. Ich beeile mich wirklich. Mache ich gleich auf jeden Fall noch den Eimer. Dann haben wir einen Wassereimer. Dann haben wir gleich noch ein Stack Blöcke. Das werden wir, glaube ich, hier eh nicht mehr finden, Leute. Die Zone ist viel zu klein. Ich glaube, wir waren schon eh richtig viele YouTuber. Und sind 4 Farmen gewesen. So, Leute, ich habe ein Stack Blöcke voll. Das ist schon mal sehr gut. Ah, was bringen mir die kaputten Schuhe noch und so? Das weiß ich halt auch nicht, Leute. Ich kann die halt jetzt anziehen. Aber die sind eigentlich auch so gut wie kaputt, Leute. Wir müssen die, glaube ich, einfach... Aber die verschwenden Platz, Leute. Das sind 20 Leben, 20 Bogenschüsse und die sind kaputt. Ich würde sagen, ich behalte die, Leute. Vielleicht brauche ich die am Ende wirklich. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Wassereimer. Ist hier eine Werkbank hier? Wir nehmen hier einmal Wasser mit. Hier von irgendwo Wasser kommt. Zack. Jetzt haben wir Lava und Wassereimer. Okay, Leute, wir sind gut für den Kampf vorbereitet. Wir sind sehr gut vorbereitet. Außer die Schuhe hier sehe ich gerade als Problem. Ich brauche eigentlich auch diese Mod, die mir die Anzeige macht. Ich glaube, ich hole die kurz, die Mod, Leute. Warte, ich installiere die jetzt, Leute, jetzt. Aber ich darf mich hier nicht ausloggen, Leute. Weil wenn die jetzt sehen, dass ich hier bin. Okay, es ist gerade nur noch Lukas da. Ich baue mich kurz irgendwo ein, Leute. Nicht, dass er mich gleich findet. Ich irgendwo hier hinter. Bei diesen weißen Blöcken hier. Noch kurz runterbauen. Und komplett zumachen. So, zack. Ich hoffe, der wird mich hier echt nicht finden, Leute. Ich habe 15 Sekunden Zeit. Ich logge mich aus. Komm schon, Leute, wir müssen es schaffen. So, Leute, die Mods sollte installiert sein. Let's go, let's go, let's go. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Leute. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Bitte lebe ich noch, bitte lebe ich noch, bitte lebe ich noch. Ja, ich komme auf jeden Fall drauf. Aber warum ist jetzt mein Bildschirm voll? Ich will nicht mein Gesicht. Warum ist das so? Wie mache ich das aus? Oh nein, jetzt sieht ihr da mein ganzes Inventar. Das ist nicht so gut, Leute. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das geht. So, mal gucken, man kann hier was einrichten. Keine Ahnung. Und hier. Ah, hab den Knopf gefunden, Leute. Ich kann das an- und auszeigen. Jetzt sehe ich ganz im Inventar. Kann ich das verschieben, Leute? Wenn man das verschieben kann, wäre eigentlich schon cool. Man kann sogar verschieben, Leute, das Inventar. Eigentlich ist das voll die gute Idee, Leute. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Eigentlich ist das schon cool, Leute, wenn ich die ganze Zeit sehe, was ich noch oben habe. Aber was bringt mir das? Ich weiß, ich habe noch Pfeile und so. Ja, komm, lass mir weg. Ich glaube, dann ist der Bildschirm zu voll. So, jetzt sehe ich hier wenigstens meine Schuhe noch, haben 3% Leben. Ich glaube, ich kann das sogar so ändern, dass ich es nicht in Prozent sehe, sondern hier, in wie viel Leben das noch hat. Oder wie viel Schaden. Okay. Also, wie viel Leben. So, jetzt hat es noch 17 Leben. Okay, so ist, glaube ich, besser. Wir haben insgesamt 128 Pfeile steht da. Das ist auch gut. Okay, Leute, dann können wir an sich wieder hochgehen. Let's go. Ist auf jeden Fall wieder ein paar YouTuber mehr online, habe ich gerade gesehen. Mein Bogen hat auch noch 300 Schüsse, Leute. Ist alles sehr gut. Hab ich noch einen Zweitbogen? Ja, ich habe noch mehrere Bögen. Wir sind gut ausgerüstet, Leute. Wir sind gut ausgerüstet. Okay, wenn wir jetzt Gombe irgendwo sehen, dann wird er, weil er ist gerade online, dann wird er wahrscheinlich sehr sauer auf mich sein, obwohl ich das gar nicht war. Ich war das nicht. Wirklich, Leute. Ich habe nichts damit zu tun. Gar nichts. Guck mal, wenn ich jetzt sehe, mache ich einen Platz. Oh, da, man, da, man. Denen geht's gerade gar nicht gut. Ich laufe schon gerade mutig in der Mitte rum. Ich bleib hier auch, Leute. Ich bleib hier auch. Ich zieh durch, Leute. Wie weit geht hier die Zone? Das ist doch die andere Richtung, oder? Ja, hier geht's im Minusbereich. Hier kommt die Zone, glaube ich, auch ganz schnell. Ja, Leute. Da könnte halt überall irgendwo jemand sein, Leute. Ich muss eigentlich genau hingucken. Und auf alles achten. Guck mal, was haben die gemacht, Leute? Nein! Die haben die Achterbahn... Ja, Achterbahn, die Autobahn hier weggesprengt. Nein! Du bist sogar noch voll frisch. Boah, ich dachte, das wäre ein Spieler, Leute. Ich dachte, der Pfeil wäre ein Spieler gewesen. Boah, Leute, Leute, Leute. Ich muss auch immer ab und zu gucken, ob ich verfolgt werde. Weil wenn ja, dann ist es sehr kritisch. Aber ich sehe keinen hinter uns, oder? Die Leute, ich sehe da niemanden. Vor uns auch nicht. Krass wäre jetzt, wenn hier irgendwo eine Falle wäre. Oh, Leute, denkt, ich kriege noch die 31 Level voll, um meine Bögen zu kombinieren. Ich könnte ja halt echt jeden Mob besiegen, den ich sehe. Aber ich muss mir extra eine Waffe machen, die ich auch kaputt machen kann. Die nicht so schlimm ist. Ich darf jetzt meine letzten Sachen hier nicht kaputt machen. Oh, sieht noch alles hier sehr frisch aus, Leute. Hier sind noch alle Blöcke. Ist ja noch alles, Leute. Das muss gerade eben erst passiert sein. Wahrscheinlich ist dann hier noch irgendwo einer in der Nähe, Leute. Okay, Leute, hier hört's wieder auf. Es war keine Falle auf dem Weg. Und hinter uns sehe ich auch keinen Spieler, der uns verfolgt hat.
ich meine Sichtweite vielleicht noch höher machen, Leute? Ich glaube, das ist noch zu tief. Ich glaube, 16 kann der Max-Server maximal anzeigen. Mach ich mal auf 16. Okay, Leute, hier sind wir wieder an der Grenze. Oh Mann, ich muss weiter suchen, ich muss weiter suchen. Am besten wäre es, wenn ich es schaffe, irgendwie einen YouTuber oder eine Base zu finden. Wo sich vielleicht gerade ein paar YouTuber befinden, Leute. Das ist ja richtig OP. Wenn die sich dann ausloggen, dann haben wir die. Also auch wenn die online sind, dann können wir die auch angreifen. Aber wenn die halt offline gehen, hat man die zu 100%, weil man kann sich da nicht wehren. Dann gehe ich jetzt hier erstmal oben lang, Leute, und noch ein bisschen weiter suchen. Bis ich was irgendwas finde. Leute, schaut mal, wie viele gerade alle gekommen sind. Wow! Die sind alle da. Ich muss so aufpassen jetzt. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Wenn ich jetzt zur Mitte gehe, könnte es mein letzter Tag sein, Leute. Dann könnte es mein letzter Tag sein. Leute, ich glaube, ich werde nicht wie ein Maulwurf ein bisschen durchschleichen. Vielleicht durchs Wasser oder so. Warte mal, ich muss in die Richtung, um Richtung Mitte zu gehen. Aber ich glaube, ich schwimme lieber am Wasser vorbei, Leute. Ich glaube, am Wasser bin ich sicherer. Wird das heute meine letzte Folge sein, Leute? Ich will eigentlich Action, Leute. Eigentlich muss ich jetzt hingehen. Ich will Action! Nein, die Schuhe da... Meine Wasserschuhe sind auch fast kaputt, Leute. Das ist gar nicht gut. Oh nein. Das ist überhaupt nicht gut. Die haben 12 Leben. Aber ich habe Enderperlen, Leute. Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Im Kampf kann man die eh kaum benutzen. Okay, ich gehe gerade an der Mittelinsel vorbei, Leute. Geht's in Richtung Mittelinsel? Ich glaube, ich schwimme vorbei, Leute. Ich glaube, ich schwimme vorbei. Ich will ja jetzt nicht durch den Tunnel gehen. Nicht, dass mich da gleich 5, 6, 7 YouTuber abfangen. Ich bleib am Wasser, Leute. Ich bleib am Wasser. Und halt die ganzen meine Augen offen, Leute. Ich werde auf jeden Fall vorbeischwimmen. Nein, jetzt bin ich ein paar Bagger Higgs. Aber egal, Leute. Auch wenn es jetzt ein bisschen dauern wird, ist mir egal. Ich will hier alles außen kontrollieren, Leute. Ich gucke die ganze Zeit immer 5, ob ich irgendwo was sehe. Aber bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. So, oh, oben ist ein Pferd. Ist ein normales Pferd? Ja, oder? Hast du keine Rüstung an? Okay, ich glaube, ich bin jetzt Richtung Mitte, Leute. Jetzt kann es sehr gefährlich werden. Das sind 2 Pferde. Hast du eine Rüstung an? Ist einer Rüstung an? Oder? So ein Sattel. Leute, von wem ist das? Von wem ist das? Hat das einen Namen? Es hat keinen Namen, Leute. Aber man kann es reiten. Du hast noch ein zweites. Hat das einen Sattel auch oben drauf? Nee. Aber das ist sehr auffällig, Leute. Wem gehört das? Auf jeden Fall kein Namen, Leute. Und es ist auch nicht so schnell. Ich wurde das doch einfach zurückgelassen. Mir fehlen noch 500 Blöcke zur Mittelinsel, Leute. Ich glaube, ich schwimme die lieber wirklich. Ich glaube, mit dem Pferd sieht man mich so krass. Wollt auf jeden Fall alles im Blick, Leute. Ich sehe da jemanden im Wasser, Leute. Was ist das? Ist das ein Spieler? Ah, so ein Wasserzombie. Mann, ey. Muss doch einmal mindestens Spieler sehen, Leute. Wo sind die? Da schwimmt jemand, da schwimmt jemand. Was? Wer ist das? Das ist so ein Fisch. Ach, Mann, ey. Okay, jetzt sind wir ganz nah an der Mittelinsel, Leute. Wir sind eigentlich an der Mittelinsel. Ab hier bleibe ich jetzt unter Wasser, Leute. Versuch so wenig so oben zu sein, wie es geht. Hier muss ich wirklich aufpassen. Oh, oh, wie lange ist das Eis hin, bitte? Oh, oh. Ist nicht gut. So kurz atmen. Hier ist eigentlich ein guter Spot, Leute. Um alles zu beobachten. Ich sehe immer noch keine Spieler. Wo sind die denn alle? Es sind so viele online. Die Zone ist gar nicht so groß. Das habe ich euch doch gezeigt. Zeigt euch! Da vorne, da vorne, da vorne, da vorne. Das sind mehrere. Das ist ein Spieler, oder? Ich glaube, das ist ein Spieler, Leute. Das ist ein Spieler. Das ist ein Spieler! Das sind die Eiskrieger! Oder? Guck mal, wie viele, Leute. Guck mal, wie viele. Oh, nein. Oh, nein. Das sind Spieler. Oh, nein. Oh, nein. Oh, die sehen mich gerade richtig knapp. Die sehen mich gerade richtig knapp, Leute. Da vorne ist Amir. Da vorne ist Amir. Soll ich mich zeigen, Leute? Soll ich mich zeigen? Nein! Das kann ich machen, das kann ich machen. Die gleich an mir vorbeilaufen, Leute, ist vorbei. Die laufen da vorne alle lang. Gehen, glaube ich, alle Richtung Mitte. Okay, Leute. Zum Glück habe ich die zuerst... Mein Internet! Ah, mein Internet! Nicht jetzt! Habe ich wieder eingeloggt, Nein. Aber direkt vor Spielern. Nein, Leute. Ich baue mich hier runter. Du bist wieder sicher? Der Kampf ist vorbei? Wurde ich gerade angegriffen? Leute, was war das? Wurde ich gerade angegriffen? Wieso steht da, ich bin wieder sicher? Warum steht da wieder, dass ich sicher bin? Das heißt, ich war im Kampf, oder nicht? Ey, Leute, was... Genau, danke, mein Internet weg. Leute, was war das? Mein Internet... Leute, ich habe wirklich dafür gesorgt, dass mein Internet stabil ab jetzt ist. Das war gerade sehr komisch, Leute. Ich glaube, ich habe gerade eine Spitzhacke gehört, Leute. Leute, soll ich TNT springen? Ich bin der TNT-Meister! Warum steht da, dass ich auf einmal wieder sicher bin, Leute? Der Kampf ist vorbei? Wurde ich angegriffen? Das war gerade sehr komisch, weil ihr habt doch gesehen, wie da die Spieler waren. Wow! Oh, ich bin richtig tief in die Höhle gefallen. Oh mein Gott, Leute, das war gefährlich. Creeper? Boah, Leute, wäre ich jetzt aufgegangen, das wäre echt peinlich. Ich glaube, hier die Höhle zum Kämpfen ist auch nicht so ein guter Spot. Ich bin nicht sicher. Ah, Leute, was soll ich denn machen? Soll ich da hingehen? Das waren gerade alle auf einmal, Leute. Ich kann nicht auf 4 Leute gehen. Das ist doch eindeutig. Oder ich muss eigentlich beobachten, bis die vielleicht gegeneinander alle kämpfen. Und dann muss ich mich da irgendwie einmischen. Das war gerade ganz knapp, Leute. Ich muss gleich nochmal auf jeden Fall analysieren, was gerade passiert ist. Was war das, Leute? Wieso war ich auf einmal im Kampf? Ich hab doch kein Herz verloren, oder? Wo ich drauf gejoint bin. Das war gerade sehr komisch. Und seht ihr das? iCrimex ist gerade gejoint, Leute. Habt ihr vielleicht das Video gesehen? Das kam ja auch heute.
dass er wieder spielen kann auf den Server, Leute. Das heißt, er lebt noch. Ich muss ihm ein Herz abziehen. Leute, der lebt. Oh, ich muss ihn finden. Der hat doch auch keinen Clan richtig, oder? Oder was? Ich hab das auch bei den Eiskriegern. Oh Mann, die sind so ein großes Team. Soll ich mit denen reden gehen, Leute? Soll ich vielleicht versuchen, mich denen anzuschließen? Leute, die haben gerade geschrieben, die sind bei der Nähe von Pauberger Ritterburg. Soll ich da hingehen? Soll ich da hingehen? Leute, ich glaube, ich verschiebe das auf morgen, Leute. Morgen werdet ihr das sehen. Und dann werde ich kämpfen, Leute. Ich baue mich gerade schon hoch, damit wir gleich sehen können, was da passiert, Leute. Wenn ich morgen nicht mehr lebe, dann ist es so. Lasst ein Abo, damit ihr Folge nicht verpasst. Oh, okay. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis morgen, Leute.